Guten Morgen, Leute. Ich bin gerade aufgewacht und es ist 6 Uhr morgens. Und ich habe heute mega viel vor und ich habe gedacht, ich vlogge den Tag heute einfach und nehme euch mit. Es wird so ein Glow Up with Me Gym Shooting Prep Vlog. Ich fliege morgen nämlich nach Teneriffa mit TVO und ich bin mega aufgeregt, ich kann das irgendwie noch gar nicht richtig glauben. Bin schon mega gespannt, was alles so passiert, was wir da machen. Ich weiß nämlich auch noch nicht so genau, was wir alles genau machen. Auf jeden Fall habe ich heute ein paar Termine. Ich gehe zum Wimpern machen. Ich möchte mir die Haare nochmal nachfärben, schneiden, meine Nägel machen und sowas. Und ja, ich nehme euch einfach mit. Und ich flüstere gerade auch ein bisschen, weil André, der schläft noch. Nebenan. Und wir machen uns jetzt erstmal fertig fürs Gym. Ja, let's go. Ich habe eben, glaube ich, gar nicht gesagt, dass es eine Shooting-Reise ist. Morgen. Boah, mein Kopf funktioniert, glaube ich, noch nicht so richtig. Aber auf jeden Fall fliegen wir nach Teneriffa für eine Shooting-Reise. Für 5 Tage bin ich da, von Dienstag bis Samstag. Und ich mache jetzt erstmal ready. Das sind so Game Changer. Wenn man die fürs Gesicht waschen benutzt, dann läuft das Wasser nicht immer hier so runter und macht die Klamotten nass. Das ist so nice. Leute, der Key ist, wenn man so früh aufsteht und ins Gym möchte, dass man sein Outfit am Abend vorher rauslegt, weil man dann nicht nachdenken muss, wenn man aufsteht. Ich habe es nämlich so, wenn ich es nicht rauslege am Vortag und ich dann morgens aufwache und im Bett liege, dann prokrastiniere ich so, weil ich dann so denke, oh Mist, ich muss gleich noch eine Entscheidung treffen und gucken, was ich anziehe und deswegen stehe ich nicht auf. Deswegen lege ich mir mein Outfit immer abends raus, damit das nicht passiert. So, wir sind fertig fürs Gym. Gym Outfit ist on. Ich habe die Acid-Kollektion von TVO an, BH und Leggings in der Farbe Sand und den neuen TVO-Hoodie aus der Acid-Kollektion und meine New Balance 960s lieben wir. Die Kollektion wird auch diesen Monat gerestockt, Leute. Haltet die Augen auf. Falls ich das Datum schon teilen darf, wenn ich den Blog poste, dann schreibe ich das Datum hier hin. Seid schnell. Ich habe euch noch gar nicht erzählt, was wir heute trainieren, oder? Wir starten unsere Woche natürlich mit einem Glute Workout. Also wir trainieren Po. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich muss, wenn ich draußen unterwegs bin, immer Kopfhörer drin haben. Mit Noise Cancelling, weil ich finde, es ist alles einfach viel zu laut. Ich habe nicht mal Musik an, ich habe einfach nur Kopfhörer drin mit Noise Cancelling. Ich bin heute irgendwie noch echt müde, fühle mich so ein bisschen verklatscht. So, Leute, wir sind im Gym angekommen und ich werde jetzt mal eben durchziehen, weil ich bin ein bisschen spät dran. Naja, ich werde mich jetzt aufwärmen, Mobility Warm-Up machen, RDLs, Hip Thrusts, Bulgarians, Single Leg Deadlifts. That's my plan for today. Und ja, let's do this. Oh ja, und ich hatte letztens meine Gym-Playlist mit euch geteilt bei Spotify. Und ich verlinke euch die mal in meiner Videobeschreibung. Die wird es auf jeden Fall, zack, gehört. Und Noise Cancelling. Wichtig.
So, ich lege jetzt einfach mal ein Voice-Over hier drüber. Also ich starte mal am liebsten mit einem Mobility-Warm-Up, Beine ausschwingen, Hüfte mobilisieren und dann mache ich am liebsten immer so ein paar dynamische Stretch-Übungen, um mich auf mein Training vorzubereiten. Mache auch ein paar Aufwärmsätze und dann starte ich richtig rein. Also ich wärme mich immer am liebsten richtig gut auf, weil man so einfach ein richtig, richtig nices Muskelgefühl bekommen kann. Und ich steigere mich von Satz zu Satz meistens im Gewicht. Und ja, wir haben hier mit RDLs gestartet, also rumänisches Kreuzheben. Hier ist sehr wichtig, dass der Rumpf schön stabil bleibt und dass man wirklich mit der Hüfte nach hinten und nach vorne geht. Beine werden kaum, also nur ganz leicht gebeugt und man drückt schön aus der Ferse. Dann bin ich weiter zu Hip Thrusts gegangen. Die haben auch so reingezogen an dem Tag. Also hier auch wieder schön aus der Ferse drücken. Rumpf bleibt stabil. Und ich lege momentan den Fokus ganz, ganz doll aufs Muskelgefühl, also auf die Ausführung und aufs Muskelgefühl, dass man schön langsam und kontrolliert in die Übung geht und richtig das spürt, wie es brennt. Und ich halte immer oben nach jedem Satz und drücke die Hüfte nochmal richtig schön nach oben. Dann kamen Bulgarians an der Multipresse. Ich liebe es, die an der Multipresse zu machen. Die sind so krass. Und dann auch meine Lieblingsübung hier, Single Leg Deadlifts. Hier ist auch wichtig, aus der Ferse unten zu drücken. Leute, probiert die mal. Die ist so krass, die Übung. Die ist einfach so crazy. Und der Pump, Leute, der Pump nach diesem Workout war einfach wild. Ich lieb's. Sterne. Die Musik war an dem Tag so laut im Gym, deswegen hat man einfach kein einziges Wort verstanden. Aber ich habe eigentlich nur gesagt, dass das Training richtig gut war und dass der Pump einfach richtig nice war. Und dann gab es noch einen kleinen Pump-Track. So, kleiner Grocery Haul. Ich war eben gerade noch einkaufen, weil wir montags, ja, nach dem Wochenende immer nicht mehr so viel da haben. Deswegen habe ich schnell noch ein paar Sachen besorgt fürs Frühstück. Und ich habe so mega Bock auf Bagels. Und zwar die Avocado, Premium Avocado. Die sind mega lecker, weil die so ein bisschen cremiger sind als diese normalen Avocados. Also wenn ihr euch Avocados holt, dann holt euch mal diese Premium Avocados. Strawberries, Mandelmus, Eier, Bagels, Spinat und Käse. Und Geflügelsalami. Oh, das sieht so gut aus. Ich habe so Hunger. Ich werde das jetzt schnell essen und dann mich ganz fix fertig machen für meinen Wimperntermin. It looks so good. Delicious. So Leute, ich musste mich mal eben beeilen, weil ich ja jetzt den Wimperntermin habe. Ich muss auch in 2 Minuten rein. Und ja, wir bekommen jetzt eine komplette Neuanlage. Also ich habe jetzt eine Woche mal Pause gemacht mit Wimpern-Extensions. Ich hatte jetzt fast ein Jahr lang durchgehend immer die 1:1-Technik. Ich habe nämlich von Natur aus eher kürzere Wimpern. Und ja, ich wollte euch einmal ein Before zeigen. Und ja, es war so ungewohnt, sich wieder so ohne Wimpern zu sehen. Aber irgendwie mag ich das tatsächlich auch gerne. Aber so gerade jetzt auch für die Shootingreise oder allgemein so für den Alltag, finde ich das mit den Extensions einfach ein bisschen nicer, weil es ist so ein bisschen effortless. Also du musst dir nicht so viel, also hast nicht so großen Aufwand, weil ich hasse es, Wimpern, die Wimpernzange jeden Tag zu benutzen, Wimperntusche. Ich habe auch immer also so wasserfeste Wimperntusche genommen, damit das über den Tag nicht so hier runter fällt, ne? Ihr Girls wisst Bescheid. Und abends dann abschminken. Oh, ich habe da so keinen Bock drauf, wirklich. Deswegen sind es Wimpern-Extensions für mich. Also, bis gleich. Ich melde mich gleich zurück, wenn ich fertig bin. So. Und jetzt sehen wir hier den Unterschied. Fertig und fertig. Ja, also wenn es okay ist, ich jetzt zum einen
Leute, ich fühle mich wieder fresh. Oh. Sandra, meine Wimpernstylistin, hat gerade so ein Video gemacht, als ich gerade fertig war. Was ihr wahrscheinlich gerade gesehen habt. Und ja, ich bin mal wieder so happy. Wie gesagt, die 1:1-Technik, Doll Eye Effekt. Und ich habe auch immer die Kürze, ich glaube 12 mm. Ich hoffe, ich sage hier nichts Falsches gerade. Aber auf jeden Fall finde ich das immer super natürlich und fühle mich damit am wohlsten. Und ja. So, und jetzt. Oh, jetzt ist endlich so ein bisschen der Stress raus. Es war ja gerade so, ich hatte den ganzen Morgen irgendwie so ein bisschen Zeitdruck wegen diesem Termin. Und jetzt kann ich alles so ein bisschen, jetzt ein bisschen entspannter angehen. Also, was heute noch ansteht, ist Koffer packen, auf jeden Fall. Muss ich noch überlegen, was ich alles mitnehme. Und ich möchte meine Haare noch schneiden und färben. Und wenn es noch reinpasst, will ich auch zum Nägel machen. Also, sieht man das? So. Ja, die sind schon so ein bisschen rausgewachsen. Deswegen, also es wäre jetzt nicht mega notwendig, aber irgendwie auch schon. So einfach für das Freshness-Gefühl hätte ich schon Bock drauf. Oh, das ist so eklig, ne? Die Gym-Hände. Die Gym-Hände. We don't like that. Naja. Ich muss los, weil hier will jemand parken. Oh, ist das peinlich. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass ich in der Öffentlichkeit vlogge. Oh mein Gott, Leute, das war gerade irgendwie so peinlich. meine Wimpernstylistin hat einen Parkplatz. Und wenn man fertig ist, dann kommt natürlich auch der nächste Termin. Und ich habe ja gerade jetzt in die Kamera geredet und habe die so gehalten und so. Und dann habe ich auf einmal gesehen, dass das andere Mädchen einfach hinter mir stand und gewartet hat in ihrem Auto. Und das war mir richtig peinlich, weil sie hat es voll gesehen mit der Kamera. Und ja, das war ja gerade sehr unangenehm. Aber naja, ich drive jetzt erstmal nach Hause und überlege dann, was ich als nächstes mache. Eigentlich möchte ich gerne zum Nägel machen, dass das so schon fertig ist, aber ich bin mir gerade noch nicht so sicher. Das ist so dunkel, also so cloudy heute, das ist gar kein Vibe. Oh, gestern war es so schön blau, blauer Himmel und so. Ich freue mich. Ich kann noch gar nicht glauben, dass ich... Sorry, dass ich wieder nicht in die Kamera gucke. Ich kann einfach noch gar nicht glauben, dass ich morgen nach Teneriffa fliege. Also, ich realisiere das gar nicht, dass es morgen schon so weit ist. Ganz crazy. Aber ich bin sehr ready. Also, wenn ich das Wetter hier sehe, dann auf jeden Fall sehr bereit. Und da sind ja, also ein paar Mädels sind ja schon da, die shooten ja jetzt gerade schon seit ein paar Tagen. Also ja, die sind schon am Freitag hingeflogen und shooten jetzt gerade schon ein paar Sachen ab. Und ja, die anderen Mädels kommen dann morgen dazu. Und ja, I'm so excited. Na gut, ich lege mal die Kamera weg. Dann sehen wir uns gleich wieder zu Hause. Hello. Hello. Schnelles Outfit of the day. Ich fahre jetzt direkt weiter zum Nägel machen. Habe ich mir gedacht. Und ja, das Outfit ist Bershka. H&M. Jacke. Und ich glaube, ich hole mir dann ein Starbucks. Ein Matcha oder ein Kaffee. Mal sehen.
Ich habe jetzt meine Nägel gemacht. Ich zeige euch die gleich nochmal. Und ich habe mir noch ein Cappuccino geholt. Und jetzt fahre ich wieder nach Hause. Und dann wird gepackt und meine Haare gemacht. Oh, der Tag ist so voll heute einfach. I don't know. Oh, und ich habe noch ein Bananenbrot gegessen. Ich habe so Hunger. Ich muss auch noch überlegen, was ich gleich zum Mittag esse. Ich habe mir ein Isoclear Lemon Iced Tea mit Kreatin fertig gemacht. Und während ich den trinke, habe ich gedacht, quatsche ich ein bisschen mit euch. Delish. Tut gerade richtig gut, einfach mal zu sitzen und nichts zu machen. Ach ja, meine Nägel. Muss ich euch jetzt mal eben kurz zeigen, weil ich war beim Nägelmachen. Ich habe mir so ganz normal, ganz mal French gemacht. Finde ich, das passt irgendwie voll gut für so ein Shooting. Einfach ganz natural. Der letzte Schritt für heute, der letzte Glow Up With Me Shooting Prep Schritt, sind eigentlich nur noch meine Haare. Und zwar schneide ich mir die Haare immer selber. Also ich schneide die Spitzen immer selbst. Und ich färbe meine Haare immer nach. Also nicht die kompletten Haare. Man sieht das jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so genau, weil mittlerweile ist das eigentlich schon sehr gut rausgewachsen. Aber, Leute, ich hatte eine Phase, eine Blondphase, die war ganz schlimm. Ich habe früher meine Haare halt blondiert und ich hatte dann so einen Blondierunfall und dadurch sind die einfach so kaputt gegangen, abgebrochen und so. Und ich war wirklich, das hat 2, 2,5 Jahre oder so gedauert, bis das wirklich, bis das endlich auch mal rausgewachsen ist, weil es war so weit, dass mir meine Haare wirklich abgebrochen sind. Mein Pony, ich hatte wirklich lange Haare früher und mein Pony, der war auch mega lang und dann sind einfach die Haare abgebrochen. Die eine Seite vom Pony war hier, so, ne, so kurz, die andere war so und dadurch sind meine Haare noch kürzer, die sind immer kürzer geworden und ja, es hat so lange gedauert, das rauswachsen zu lassen und als ich dann irgendwann so einen fetten Ansatz hatte, habe ich mir gedacht, so, boah, ich färbe jetzt diese blonden Haare über und ich habe auch eine richtig gute Farbe gefunden, die fittet richtig gut mit meiner Naturhaarfarbe, also hier oben ist alles meine Naturhaarfarbe. Nur hier unten, das ist übergefärbt so ein bisschen. Und so für besondere Anlässe mache ich das immer voll gerne, dass ich nochmal überfärbe, weil dann sieht das so frisch aus, weil das wäscht sich halt ganz oft noch raus und dann sind die Spitzen so ein bisschen heller, was ich teilweise auch schön finde, jetzt so für den Sommer oder so, aber für so besondere Anlässe, da wollen wir natürlich slayen, nicht? Genau, deswegen machen wir das gleich noch. Und dann muss ich anfangen zu packen und ich merke schon, dass ich das vor mir herschiebe, weil ich leicht überfordert bin mit dem Packen. Weil da ist es wohl noch nicht ganz mega warm, also abends wird es schon kalt, aber man kann auch schon Bikini tragen tagsüber. Deswegen muss ich, glaube ich, mehrere Sachen einfach einpacken. Und diese Rollschuhe, habe ich euch auf meinem Instagram erzählt, dass ich Rollschuhe zugeschickt bekommen habe von Teveo. Und gesagt bekommen habe, ich soll mal damit üben. Aber ich weiß nicht genau, was wir machen. Also ich habe auf jeden Fall geübt. Geradeaus fahren, so Kurven fahren kann ich. War sehr wackelig. Aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt irgendwie was crazy machen müssen. Ich bin mal gespannt. Sehr, sehr gespannt. Oh ja, und meine Schwester hat mir geschrieben, sie möchte auch heute Abend noch mal kurz vorbeikommen. Mich umarmen, bevor ich morgen fliege. Das heißt, ihr werdet sie wahrscheinlich auch gleich sehen, wenn sie kommt. Und yes! Übrigens habe ich mich mega gefreut über eure Reaktion auf mein erstes YouTube-Video. Leute, ich habe mich so gefreut, das war so süß. Und auch die Kommentare und so habe ich irgendwie gar nicht so richtig mit gerechnet. Und ja, würde ich euch nochmal Danke sagen, das hat mich voll gefreut. Hello, who is she? Hallo. So, ich sitze hier im Packchaos. Und Luna wollte gerade nochmal vorbeikommen und mir Tschüss sagen. Und mich nochmal umarmen, bevor ich morgen fliege. Ich habe noch, ja. Hab noch was für dich, was Kleines. Du hast was für mich? Ja, was ich dir denn? Das jetzt geben. Ja, das hab ich jetzt. Okay. OMG. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe übrigens so ein Ambiente-Video an. Das finde ich immer voll schön. Hello, da ist der nächste. Meinen Glückspilz, Kristall. Was? Oh,
Oh, den darf ich nicht verlieren. Von Julia zu Weihnachten bekommen habe. Oh, den sollst du mitnehmen, weil dann hast du, dann läuft alles. Süß. Dankeschön, mein Girl. Ups. Was? Jetzt ist es scharf. Ach so, und ich bin scharf. Das ist doch gleich. Danke, okay. So, ich habe meine Haare geschnitten, gefärbt. Sie sind jetzt auch gerade noch am Trocknen. Ist noch ein bisschen nass. Sieht man eigentlich gar nicht mehr so einen großen Unterschied. Aber ja, für mich trotzdem. Fresh und ready. Und ja, ich muss um 4 Uhr aufstehen. Es ist jetzt gerade, ich glaube, schon 10:30, also es ist schon sehr spät. Ich habe mein Outfit für morgen rausgelegt und ich hoffe, dass mein Koffer zugeht. Ich hoffe, dass er zugeht. Ich zeige euch das mal eben. Die Situation. Current situation. Ich bin auf jeden Fall schon eingecheckt und ja, ich glaube, ich beende den Vlog hier und morgen geht's schon weiter. Ich will euch auf jeden Fall mitnehmen auf die Reise natürlich. Ich will das auf jeden Fall vloggen, so gut es geht. Ich kenne die meisten ja auch noch gar nicht so richtig. Deswegen mal gucken, wie wohl ich mich dann fühle mit dem Film und so, aber ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich kann das irgendwie gar nicht einschätzen, wie der geworden ist. Ich habe jetzt einfach mal euch mitgenommen, zwischendurch immer gefilmt, wenn ich konnte. Und ich glaube, ich werde den sogar auf dem Flug irgendwie vielleicht schneiden. Ich werde den ja wieder Sonntag hochladen. Und da bin ich mal gespannt, was ich da fabriziert habe für euch. Dann würde ich sagen, sehe ich euch im nächsten Video wieder. Bis bald, Leute. Tschüssi.